Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir zocken heute mal gemeinsam den VIP-Einsatz Regierungsbunker. Herausfordern, wie immer, geschlossene Gruppe. Ja, nicht wie immer, aber seit den letzten Tagen, ja. Also, wollen wir sehen, was uns hier erwartet. Wir müssen herausfinden, was mit dem Reparaturteam passiert ist, das wir zum Shade-Knoten geschickt haben. Die Notunterkunft befindet sich unter Ihnen. Finden Sie einen Weg nach unten, aber seien Sie vorsichtig. Natürlich, sag ich mal. Können immer wieder gehen. Eintreffende Verstärkungsanforderungen. Können wir auch Clanmitglieder hier reinspringen, wenn sie wollen, wenn sie möchten. Habe ich nichts dagegen. Und auch einfach mal auch im Discord reinkommen, dann im Kanal bei Aufnahme. Ja, also. Was war noch zu sagen? Ja, ich habe nun gestern keine Folge aufgenommen. Kann ja auch mal passieren. Eigentlich wollte ich auch gar keine VIP-Aufnahmen mehr machen, weil ist ja im Grunde genommen auch wieder immer das Gleiche. Aber ich habe gedacht, nö, das kann ich euch nicht antun. Also mache ich das mal wieder. Dass man nicht so ganz aus dem Rhythmus kommt. Also nicht aus dem Spiel, sag ich mal. Nicht, wenn man auch weiß, wie alles funktioniert. Auch wenn ich in den letzten Tagen viel Breakpoint gespielt habe, auch viele Aufnahmen gemacht habe, damit es da ja auch mal weitergeht. Auch wenn das halt nicht so viel geschaut wird, aber ja, das ist so meine. Ja, so meine Maxime, wenn Playlist angefangen wird, dann wird sie auch zu Ende gemacht. Was ist das denn? War das Gift oder hier dieses von dem da Gift, ne? Ich denke mal, ich weiß es nicht. War ja schlecht zu sehen. Ping, hat er noch einmal Puff gemacht. Komm, wir laden mal auf. Wir gehen mal bei. Oh, kurz rutschen. Man weiß ja nie, was noch so kommt, ne? Aber ich glaube, nee, jetzt ist Radar. Jetzt ist Radar. Weiß, jetzt kommt nichts mehr. Ach, hier gibt es ja auch bloß wieder diese Aufstattungsmods oder sowas. Was wir eigentlich reichlich haben, ne? Jo. Bräuchte ich gar nicht aufsammeln. War ja auch hier zielgerichtete Beute, irgendwie so Aufstattung oder Zusatzmods, wie auch immer. So, hier mal rüber gucken. Na komm, was gibt es denn hier so Schönes? Ja, komm, nehmen wir mit. Vielleicht haben wir doch noch mal Glück, dass wir was Gutes finden. Was passend zur Rüstung ist. Du, 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 Leiter benutzen. Runter. So, schön entspannt. Ja, die letzten Tage habe ich auch Field Division 1 gestreamt. Einfach mal unter den Videos. Gut, die Videos sind ja da drinnen. Werden ja aufgelistet. Ansonsten einfach mal in den Playlists reinschauen. Unter Livestream sind sie alle drin. Da machen wir uns auch ganz gut, finde ich. Ne? Da kommt gut voran. Ich glaube, wir sind jetzt da auch schon Level schieß mich tot, 18. Oder 19. Da habe ich jetzt echt gesagt nicht im Kopf. Tut mir leid. Aber hey. Versteckt hast du auf Roosevelt Island. Sie ist durch den Deal da weggekommen und hat Emily beschissen. Sie hätte mit uns auf der Insel bleiben sollen. Und schauen, dann lebt man länger. Gib mal einen Bänder. Wir bleiben mal hier oben, weil da unten oder da hinten ist ja auch noch eine, die dann hier mit ihrem Rasenmäher her oxidiert. Das kann sie ja nicht haben. Komm, Digga. Teddy. Oh, Teddy. Nachladen. Was bist du für einer? Komm. WLAN-Tante. Schießt mit Pistole? Könnte ich auch, aber mach ich nicht. Nö, also, wer sich das überlegt, nochmal vielleicht Division 1 zu holen, wer es noch nicht hat. Oh. Ist sehr interessant. Erklärt auch die ganze Vorgeschichte, bitte. Zwei.
Es lohnt sich also immer noch, den Wischer einzuholen. Weil es auch ganz anders aufgebaut, würde ich bald sagen. Also gibt nicht hier so Rekalibrierungsstationen, wie man das hier gewohnt ist. Und wie gesagt, Atmosphäre finde ich für mich irgendwo schöner. Also da mal sehen. Wie gesagt, wer da Lust hat, auf die Wäsche 1 mal zu zocken, wer es noch nicht hat, es lohnt sich. Lass die Gegner auf einen zukommen. Wir haben noch Zeit. Ne? Uns hetzt keiner, weil das ist ja das Größte, was ich hasse. Das Vorraschen. Oh, das macht einer. Okay. Ja komm, eine Murmel haben wir noch für dich. Oh, Köppi raus. Ja, so. Ja, was wäre noch zu sagen? Dass wir großartig jetzt irgendwie den Raid nochmal okay, dass wir vielleicht den Raid nochmal laufen, das ist jetzt erstmal na, nicht nebensächlich, ich sag mal, wenn sich da wirklich 8 Leute finden sollten, die dann sagen, ja, wir haben Bock drauf und wir wollen das mal versuchen, den normalen Raid, also nicht den menschliche Überreste für uns Seniorenred. Division Agents. Also sprich die Outcasts haben nie im Leben einen ganzen Trupp auf faire Weise erledigt. Das ist unmöglich. Ja, dann machen wir das auch nochmal. Ansonsten ja, wird das wohl erstmal nichts werden mit dem Raid. Weil am besten ist es immer noch, wenn da sich wirklich 8 Leute zusammenschließen, die sagen, ja, wir versuchen es. Oh nein! Sind jedes Mal dabei, eine feste Truppe zu machen. Als wenn da jedes Mal bei den 8 Mann da immer 2-3 neue reinkommen. Weil so bei 8 Mann, bei fest 8 Leuten. Online-Computer erkannt. Denn gut, ist das schon durch den Computer besser, können Sie Isaac mit Ihren Kommunikationssystemen synchronisieren. Da. Hoffentlich kann unser Team antworten. Da weiß jeder, sagen, was er zu tun hat, wo er hin muss, was gemacht werden muss und ja. Aber wie gesagt, ist ja auch kein Muss. Verbindung hergestellt. Bei uns im Clan. Ihr spricht Manny Ortega von der Division. Manny? Man muss nicht das machen. Maya hier. Was andere sagen. Der Rest des Teams ist nicht mehr. Wenn wir jemand sagt, nö, ich möchte nicht allein bei mir im Clan da umher. Ich habe einige Teile, die den Knoten des Weißen Hauses mit dem nationalen Netzwerk verbinden können. Mit dem Clan was machen zu müssen? Aber vor meiner Rückkehr tauchten ja diese irren Arschlöcher auf. Nö. Sie müssen mich hier rausholen. Also keiner wird bei uns zu irgendwas gezwungen. Also jeder kann das machen, was er gerne möchte. Ob er nun in der freien Welt umherläuft oder seine Mission, seine Nebenmission oder wie auch immer. Und da es ja auch Leute gibt, die Division 2 erst seit kurzem zocken oder erst neu zocken. Ja, die müssen das erst alles noch erkunden und ja, entdecken, sag ich mal, ne? Ich meine, bringt ja nichts, wenn man von Mission zu Mission huscht, als Neueinsteiger bei Division 2 und ja, so gar nicht so die Mechanik vom Spiel verstanden hat oder du läufst nicht schnell genug. Nicht weiß, wo was vielleicht zu erkunden ist. Also von daher ist es bei uns eigentlich ziemlich entspannt. Zum Spielen findet man auch immer wieder jemand bei uns im Clan. Und wenn jemand Hilfe braucht, ja, dann einfach Bescheid geben, bei uns im Discord reinschreiben, hallo, wie sieht's aus, ich bräuchte da mal Hilfe. Und ja, dann wird geholfen. Natürlich nicht gleich sofort, weil nicht jeder hat gleich sofort Zeit. Das muss man auch bedenken. Wenn einer da gerade irgendwo in so einer Mission steckt, dann kann er natürlich nicht gleich sofort dahin springen. Also muss man natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Na komm. Wusste ich doch, da kommen wir gleich noch welche. Den lassen wir mal so sterben.
Okay, jetzt geht's hier runter. Jetzt müssen wir nach da rüber. War das nicht so? Ja. Ich mach gleich mal eine Murmel. Startklar. Jetzt kommst du da oben. Mal die Wäsche ein, glaube ich nicht. Da. Denke ich nicht, und da habe ich schon einen Selbstmörder gekriegt. Na, ist ja herrlich. Mal Murmelchen wieder werfen. Komm, du raus. Flutschi, flutschi. Ja, das vermisse ich so bei Division 1, dass dieses die wegrollen. Das ist hier wesentlich einfacher als bei Division 2. Ja. Ich geb dir Deckung! Gemacht! Brenn, Baby, brenn! Wenn ich gerade nicht so richtig konzentriert, kriege ich mit. Na komm, guck noch mal raus. Komm. Na komm. Falsch, ja. Das war wieder uns geht. Sagt er, erschrocken. Schnell nachladen. Gut, das hätten wir auch. Gut, Raketen müssen wir eigentlich gar nicht einsammeln, weil im letzten Raum bringt es uns auch nicht wirklich viel. Wenn also wieder mehr Eiern. So, einmal hier lang. Da steht noch eine Kiste. Manche wissen das noch gar nicht, manche kennen das nicht. Sie wurden zum Gruppenleiter befördert. Ein Clanmitglied hat sich ihrem Team angeschlossen. TDC3, hallöchen. Jetzt müsste ich wissen, ob er auch... Wir warten mal hier. Wir warten mal. Wir schreiben gleich mal. Moin. Ah, moin, er ist da. Das ist gut. Wollte gerade fragen, ob du im Discord bist. Ich nehme auf, ne? Ich wollte nur sagen, ich nehme auf, ne? Warte mal, bist im Discord? Ist alles okay. Warte mal, ich muss mal kurz... Schalter. Wo ist er denn? Ist er da? Mal schauen. Ist er bei mir im Raum? Nee, er ist nicht da im Raum. Hm. Müsste ich ihn reinziehen? Okay. Kommst du mal in Discord rein? Den kann ich nicht in den Raum reinziehen. Ja. Große Frage. Hört er mich jetzt? Habe ich jetzt richtigen Tasten gedrückt? Ich schau noch mal. Ja, nicht zu sehen.
Ja, gehe ich da mal rein. Mal schauen. Naja gut, dann gehen wir mal vorwärts. Sie kann sich nicht ewig verstecken. Und steht er noch unter uns? Kann jetzt länger dauern. Ah, ja. Ich muss ihn, glaube ich, noch mal fragen, ob er mich hört. Falsche Taste. Ich meine, hörst du mich? Muss ich echt noch mal kurz in die Einstellung? Oder auch nicht? Ja, was ist er nun? Jetzt steht er da unten und... Free M, komm. Das muss ich schon mal ohne die anfangen. Ist jetzt. Knall die Schweine an! Ja! Ein Agent braucht Unterstützung. Oh, hat sie ihn geledert? Aber ja, selbst. Wieder beliebert dran, okay. Da waren es gleich zwei, die haben wir ganz übersehen. Agent am Boden. Agent verstorben. Ach, sag nicht er auch, oder was? Hat uns beide Agent erlebt. Agent am Boden. Okay, okay, okay. Sie ja. Kann sich nicht ewig verstecken. Jetzt wäre es schön gewesen, hätte er jetzt Discord an. Aber naja, gut, komm. Da kriegen wir auch so hin. Vorräte! Wir holen sie, wenn wir kommen. Konzentrieren hier. Na, hör mal weglaufen. Wir laufen mal weg! Hilfe! Kommen wir nochmal Murmeln raus. Ja, es macht jemand. Das vergessen wir nie! Das vergessen wir nicht! Nee, das stimmt. Das vergessen wir nicht! Nee, das ist schon einmal gestorben sind. So. Im Moment bin ich in Sicherheit, aber bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist schon unterwegs, Maya. Warten Sie, bleiben Sie ruhig. Schade, 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 schade.
So. Lösen Sie die Sprinkleranlage aus. Das sollte die Flammen löschen. Sie müssen das Feuer löschen. Maya hat nichts, was sie gegen Feuer schützt. Ist er da durchgerannt oder was? Gut möglich. Gut möglich, gut möglich. Brenn, Baby, brenn! Komm raus! Oh. Keine Überlebende! Wo ist er denn? Schießen uns mal hier den Weg frei. Die ganzen Dings wegschießen. Können wir hier weiter. Ich habe, glaube ich, keine Outcast-Kisten mehr. Schlüssel? Na doch, einen habe ich. Cool. Gut, habt ihr noch einen? Spart eher sein. Ich muss ja mal doch mal wieder farmen. Schlüssel farmen. Wenn ich denn dazu mal Lust habe. Ne? Also. Ist ja momentan eh nicht so, wo ich hier drauf Bock habe. Ich habe schon überlegt, ich werde vielleicht mal wieder die Odyssey-Reihe weiterspielen, da bin ich ja auch noch nicht ganz durch. AC Odyssey. Da werde ich, glaube ich, mal. Das Gamepad ist schon am Aufladen. Ich muss weg! Jemand versucht hier reinzukommen! So. So. Gut, schade, dass 3M da jetzt nicht im Discord ist. Hätte man ja auch ein bisschen schnacken können, weißt du. Macht es doch alles ein bisschen einfacher, wenn man sagt, oh, hier von links oder hier, oh, von rechts oder, ne, tut weh oder wie auch immer. Oder ich bin tot, ich muss wiederbelebt werden oder alles gut, ich habe Wiederbelebertrone drin oder, ne. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne. Ist halt... Gerade bin ich sicher, aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Sie müssen sie aufhalten. Sicher! Links, aber er hat, glaube ich, rechts mehr. Mehr Spannung gerade, oder? Soll die Krankheit sie... Du Drecksau! Wir haben hier einen vergessen. Der hängt hier irgendwo rum. Okay. Allein pack ich das nicht! Allein pack ich das nicht? Na komm. Geht doch. Mal schwenken automatisch nach da zur Tür. Da-d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 a
Himmel! Können wir die ganzen Blutplunder einsammeln? Ja, durch die Unterbrechung mit Fragen, ob er in Discord kommt oder nicht. Ja, hat es glaube ich heute ein bisschen länger gedauert als sonst. Aber egal, muss ja auch sein. Ne? Man muss ja auch mal fragen, ey, hallo, bist du da im Discord? Kommst du mit im Raum bei der Aufnahme? Oder soll ich dich da runterziehen? Aber gut, hätten wir erledigt. Munition ist alles voll. Dann quaddeln wir mal mit dir. Rechtzeitig gekommen wären. Ich gehe zurück, sobald die Eskorte eintrifft. So, Schalter umlegen. Und? Mit den von Maya besorgten Teilen können wir das Shade-Netzwerk wiederherstellen. Ich schicke ein Team, um Maya zu helfen und die Gefallenen für das Begräbnis zu bergen. Dann gucken wir uns mal kurz die Zusammenfassung an. Die dürfte ja jetzt auch gleich wieder auftauchen. Nö. Ja. Wie lange haben wir denn jetzt gebraucht? Oh, fast eine halbe Stunde. Ist schon ein bisschen, ne? Viel. Aber egal. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum VIP-Einsatz. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es jetzt gerne tun. Aktiviert die Glocke, denn verpasst ihr kein neues Video oder keinen neuen Livestream von mir. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Montag. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bye bye, euer Terra.